Mein Name ist Thomas Mahler, ich bin der Game Director bei Mon Studios. Mein kleiner Lebenslauf hat als Bildhauer begonnen. Ich habe an der Wiener Kunstschule Bildhauerei studiert. Habe dann begonnen, für Game Cinematics und so weiter Modelle machen und so weiter. Habe für Zeug für Warhammer und so weiter mitgemacht. Und nach einiger Zeit habe ich dann irgendwann eine Mail bekommen von Blizzard. Blizzard Entertainment, dass die mich quasi rüberholen wollen. Und dann habe ich eine Zeit lang an StarCraft 2 mitgearbeitet. Und als ich dann, weiß nicht, so fast mit StarCraft fertig war, habe ich begonnen, so Prototypen zu machen, eigene Dinge zu machen und wollte dann quasi so ein eigenes Studio gründen und habe dann begonnen, so kleine Prototypen zu machen. Einer davon war Ori and the Blind Forest und so hat alles begonnen. Vom Spiel an sich, Ori ist deswegen kreiert worden, weil wir wollten wieder ein bisschen zurückgehen zu diesen Roots von Platforming und so weiter. Zu diesem 2D-Gameplay, was man in 8-16-Bit-Tagen und so weiter gehabt hat. Ich habe jetzt also in der letzten Zeit, ich war nicht wirklich mehr happy mit Platforming an sich, weil es gibt viele Spiele, die zwar wirklich schön aussehen, aber dann die Steuerung nicht ganz passt oder die Controls halt teilweise zu Physics, zu starke Physics-Engine haben und so weiter, oder zu stark darauf Wert gelegt wird. Und ich wollte wirklich wieder was kreieren, wo wir sagen, okay, ich bin aufgewachsen mit Spielen wie A Link to the Past und Super Metroid und so weiter, mit solchen Games. Und ich wollte wirklich sowas einfach kreieren, was auf so einem Level ist und wo du wirklich auch diese Präzision vom Gameplay und so weiter wieder drin hast. Und ja, was einfach diese Struktur hat. Ich meine, du hast auf dem Gameboy und den ganzen Mobiles und so weiter Spiele gehabt von Koji Igarashi, Castlevania, solche Dinge, aber dass wirklich sowas AAA gemacht wird und auf dem Level und auch quasi so Metroidvania-artig und so weiter, das hat es nicht mehr gegeben. Und deswegen wollte ich da wirklich was machen. Und ich glaube, die Leute reagieren da wirklich gut drauf. Wir haben im Grunde arbeiten wir schon ziemlich lange in quasi dieser Pipeline, dass wir einfach immer effizienter, besser miteinander arbeiten. Wir benutzen eine ganze Suite an Programmen quasi, um besser zu kommunizieren. Wir benutzen Slack, wir benutzen Skype, wir benutzen Handsoft für unser Taskmanagement und so weiter. Und es ist einfach, ich denke, es ist einfach eine ziemlich coole Art und Weise zu arbeiten, weil du jeder Mitarbeiter sich im Grunde relativ frei einteilen kann, wann er arbeiten muss und so weiter. Aber er weiß genau, was seine Tasks sind und die muss er fertig bekommen. Und ich review immer wieder und ich sehe genau, wer wann was macht und so weiter. Und ich denke, es ist eine ziemlich gute Art und Weise zu arbeiten. Und vor allem das Gute an dem ganzen Konzept ist, dass ich einfach direkt mit Leuten reden kann oder Leute suchen kann, die wirklich richtig für den Job sind. Wir schauen jetzt gerade, dass wir das Studio ein bisschen vergrößern und ich kann mir wirklich Leute suchen, wie zum Beispiel alte Disney-Artists, die früher an Disney-Filmen mitgearbeitet haben. Und ich kann die dazu bekommen, dass die für uns arbeiten, einfach weil sie nicht umziehen müssen, weil eben diese ganze Limitation nicht mehr ist. Es ist jetzt sowieso so, dass ich irgendjemand recommended bekomme oder dass ich einfach irgendein Portfolio sehe. Ich heuer die Artists an. Und dann haben wir einen Henry, unseren Programmer, der einfach direkt bei anderen in Sachen Programming einfach schaut, was die Leute drauf haben. Meist passiert es so, dass wir Leute anschreiben direkt und dann ist das Bewerbungsgespräch meistens nur mehr, hey, mach mal bei uns mit, schau mal, wie es funktioniert und fertig. Das heißt, relativ locker gemacht und ich denke, das wollen die Artists so auch und ich denke, das ist einfach eine relativ freie Art und Weise zu arbeiten, aber wir erwarten halt von den Leuten, dass sie schon ziemlich viel Erfahrung mitbringen, dass sie schon ungefähr wirklich wissen, was sie tun und effizient sind vom ersten Tag weg. Aber sonst, wenn das alles gegeben ist, dann schütteln wir halt die Hände und sagen einfach, ja, arbeiten wir. Es kommen immer wieder Anfragen von größeren Leuten. Jetzt, wir haben halt Ori voll komplett in Top Secret, an Ori quasi Top Secret arbeiten müssen, das halt wirklich keiner gewusst hat für 3,5 Jahre, was wir machen. Und das war ein bisschen scary, weil es dann schwerer ist zu sagen, hey, wir sind Moon Studios, wir arbeiten an, wir dürfen das nicht sagen. Und das ist ein bisschen schwer, diese Acquisition zu machen. Aber jetzt, wo Ori draußen ist, ich glaube, viele Leute und viele Artists auch in der Games-Industrie sind einfach so, war nicht sehr beeindruckt davon. Ich kriege immer wieder Anfragen von eben auch großen Leuten, großen Artists in der Industrie und so weiter. Und das ist schon sehr cool. Aber ich beginne, im Grunde bei Moon Studios beginnt es bei allen Spielen so, dass ich mich einfach hinsetze, irgendeine Inspiration habe und mich einfach mit einem ganz simple Prototypen hinsetzen und einfach versuche, das wirklich die Essenz davon in etwas ganz Simplen einzufangen.
Das mache ich jetzt auch wieder bei neuen Projekten und so weiter. Und bei Ori war es im Grunde auch so, da habe ich einfach mich hingesetzt und versucht, mit einem ganz simplen Prototyp zu zeigen, hey, ich würde gern sowas machen. Und dann ist es halt mein Job, dass ich wirklich den Leuten zu verstehen gebe, wieso das wirklich Potenzial haben könnte und so weiter. Was wir Microsoft damals gezeigt haben, war eine ziemlich roughe Platforming-Demo, die nur ein Blockout war quasi, wo du noch keine Grafik und so weiter drin gehabt hast, sondern nur in der Ori hat schon ungefähr so ausgeschaut und du hast ein paar Levels gehabt, die aber noch schwarze Blöcke waren und so weiter. Aber das Wichtige war, dass die Steuerung schon extrem gut war. Die Steuerung war schon mindestens auf einem Level wie Super Meat Boy und solche Spiele. Und das ist für mich super, super wichtig. Ich schaue generell bei allen Prototypen, die ich mache, dass erstmal wirklich die Controls super sind, dass wirklich die Steuerung da ist, dass sich es wirklich schon super anfühlt. Für mich ist es so ein, wenn du dir anschaust, wie Pixar ihre Filme macht, sagen ja auch, dass hey, bevor der Film da ist, muss erstmal ein richtiges Storyboard da sein. Und wenn das Storyboard nicht funktioniert, dann wird der Film auch nicht funktionieren. Ich glaube, in Spielen ist es genau dasselbe. Ich sehe viele AAA-Produktionen, wo ich 2 Minuten steuere und dann denke ich mir, oh mein Gott, da passt die Steuerung nicht. Wie ist das passiert? Und das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich es nicht schaffe, dass ein kleiner Block in einer schlecht beleuchteten Welt sich schon richtig gut anfühlt, dann wird sich der Block, wenn er ein bisschen hübscher ist oder ein Charakter ist, in einer hübscheren Welt auch nicht gut anfühlen. Das ist für mich super wichtig. Inspiration, wenn ich mich hinsetze mit unseren Artists und so weiter, viel von der Inspiration kommt einfach von Sachen wie den Dingen, die denen aufgewachsen sind. Wir sind natürlich mit zum Beispiel Nintendo-Spielen aufgewachsen aus den 90ern und ich denke, man sieht die Inspiration auch und ich scheue mich nicht davor. Ich sage ganz offen, hey, natürlich sind wir inspiriert worden von Spielen wie Mario, von Metroid, von Zelda und so weiter. Und ich habe damit auch kein Problem. Ich denke, wenn du dich als Artist hinsetzt, und das sehe ich auch in der Kunst, wenn du dir anschaust, wenn du Leute mit den ganzen Künstlern studierst aus der Renaissance aus allen Zeitformen und so weiter. Es gibt immer wieder eine Choice, dass man sagt, hey, dieser Artist interessiert mich, von dem nehme ich mir ein bisschen was und mache dann meine eigene Sache draus. Mhm. Das ist für mich wichtig. Und Inspiration, ich glaube, storytechnisch war für mich Lion King wichtig. Ich mag generell Geschichten, die so ein bisschen episch sind, die so ein bisschen, ich bin nicht religiös, aber so ein bisschen religiös beeinflusst sind, so einen Touch haben, so Human Elements drin haben, wo die Charaktere auch wirklich irgendwie durch menschliche Probleme gehen und so weiter und wirklich große menschliche Issues haben. Und das ist halt für mich super wichtig, diese ganze, ich denke, man kann sich einfach dann gut in die Charaktere hineinversetzen, wenn man sowas macht. Das heißt, Lion King zumindest für Story war für mich wichtig. Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, wir sind auch, ja, wir haben uns Princess Mononoke natürlich 100.000 Mal angesehen. Da ist sicher viel Influence da. Und ja, und aber im Endeffekt sitzt man dann trotzdem da mit seinem Design-Team und versucht irgendwie was Eigenes zu machen. Und es geht dann auch immer in eine eigene Richtung. Ich glaube, es ist schwer, wirklich direkt zu kopieren. Ich denke, ab irgendeinem Punkt sagt einem dann das Spiel oder die, was auch immer es ist, der Film oder das Buch und so weiter, wo es hin will. Und dann ja, ist man einfach ein der Hirte. Erstmal bin ich jetzt in Los Angeles zu einem Launch-Event, da freue ich mich drauf, das wird ganz lustig. Und sonst in Sachen Ori, ich warte jetzt erstmal auf den Release. Am 9. März sollten die ersten Reviews rauskommen, da bin ich extrem gespannt, da werde ich jedes einzelne Review lesen, das auf der Welt gibt. Und ja, dann, ich freue mich auf die Party, aber erstmal hoffe ich wirklich, dass Ori einfach auch bei den Spielern gut ankommt und bei der Presse gut ankommt. Weil im Endeffekt ist mir das Ganze rundherum um Ori ziemlich egal. Ich habe das Spiel gemacht für Spieler da draußen. Für Leute wie mich, die aufgewachsen sind mit Mario, die aufgewachsen sind mit einem Nintendo und mit einfach zu Hause solche Spiele gespielt haben und mit diesem Nintendo-Gefühl aufgewachsen sind. Und ich denke, das gibt's heutzutage so nur mehr selten. Und da wollten wir ein bisschen in diese Kerbe. Es ist ein Singleplayer-Spiel. Erstmal. Wir werden sehen, was wir machen. Also es gibt viele, eine Sache kann ich sagen, und das haben wir auch nicht, darüber haben wir auch noch nicht wirklich offen gesprochen. Es gibt im Prototyp, im Prototyping, als wir begonnen haben, hat es extrem viele Ideen gegeben, die sehr, sehr, sehr cool waren. Das Problem, was du hast, ist, dass, stell dir vor, du schreibst ein Buch und du hast 20 Themen, die wirklich interessant sind und die auch vielleicht irgendwie zusammenpassen könnten. Aber wenn du dann wirklich die Geschichte schreibst, passen vielleicht in die Geschichte nur 10 davon.
oder 13 davon, damit man ein Gesamtes hat, dass das wirklich rund funktioniert und wirklich rund wird. Und dann bleibt auf einmal was am Cutting Floor, nicht? Wir haben extrem viel am Cutting Floor lassen. Einfach weil, ich denke, das Spiel, was wir gemacht haben, ist so gut, wie es sein soll, wie es ist. Und alles andere, was wir gemacht haben, hat nicht wirklich reinpasst. Aber ich denke, da können wir noch was machen. Ich denke, da gibt es noch viele Dinge, die super, super interessant waren, die auch in anderen Spielen noch nicht gemacht worden sind. Zum Beispiel, wir haben schon so eine kleine Gravity-Demo gezeigt, was wir mit Gravity gemacht haben, was anders ist, als was alle anderen Spiele gemacht haben, denke ich, im 2D-Bereich. Du hast so Spiele gehabt wie, die einfach, wo man Gravity geflippt hat, indem man einen Knopf gedrückt hat. Und bei Ori hast du wirklich, und das hätte man schon vor langer Zeit machen können, ist aber nie gemacht worden, weil die Idee nicht da war, wo du einfach dynamisch quasi die Gravity anpasst, indem du einfach Wände rauflaufst. Das heißt, du kannst wirklich auf eine Wand rauflaufen und auf einmal ist die Gravity so, dass du quasi auf der Wand bist. Dass, wenn ich so auf die Wand rauflaufe, zeigt die Gravity nach links. Und das eröffnet extrem viele Puzzle-Möglichkeiten. Und wir haben extrem viele Ideen gehabt, die wirklich auf so einem Level waren und die cool waren. Und ich denke, da ist noch was drin. Da kann man Schnitt. Was wir gesehen haben, sind circa für einen Spieler, der es noch nicht gespielt hat, circa so 10-12 Stunden. Man kann es natürlich schneller durchspielen als Speedrunner, aber ich denke, 10-12 Stunden ist die normale Durchschnittszeit. Meinst du die Leaderboards an sich? Oder? Okay, Leaderboards, es gibt. Wir wollten halt für. Es gibt für Super Metroid zum Beispiel immer noch Leute, die. Heute noch auf YouTube irgendwie Rekorde zeigen und ich habe Super Metroid durchgespielt in einer halben Stunde und so weiter. Und wir wollten das halt wirklich offiziell machen und Leaderboards sind halt natürlich perfekt dafür. Das heißt, da haben wir ein bisschen was gemacht, dass man sieht, dass die Leute sich wirklich battlen können mit, okay, wer kann am schnellsten das Spiel durchspielen. Das ist da. Und ich denke, was du vielleicht noch gesehen hast, ist einfach dieser ganze Ability Tree, nicht? Wir haben extrem viele Abilities im Spiel und da haben wir auch in Sachen Langzeitmotivation, glaube ich, ist es auch ganz, ganz cool, wenn man sieht, in welche Richtung man sich entwickeln kann. Und da zu sehen, zum Beispiel beim Speedrun, einfach rauszufinden, welche Abilities sollte ich kaufen, damit ich beim Speedrun am schnellsten bin und so weiter. Ich denke, da ist viel von diesem Meta-Gameplay, denke ich, ist viel für Leute da, die einfach nochmal spielen. Ich finde, DLC ist gut, wenn der DLC wirklich gut ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht wirklich, wie viel ich sagen darf. Wir arbeiten immer wieder an Sachen. Und wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Was in Zukunft passiert? Ich meine, ich arbeite immer wieder an Projekten. Ich habe auch immer wieder einfach Journalisten und andere Leute auf meinem Skype-Account und so weiter, denen ich auch immer irgendwann mal, weiß nicht, irgendwelche Prototypen vor die Nase setze, einfach um rauszufinden, hey, macht das Spaß. Es gibt einige Prototypen, mit denen ich arg verliebt bin im Moment, die wir bei Moon Studios haben. Ob wir mit Microsoft jetzt wieder arbeiten, wie gesagt, wir sind ein Independent Studio, wir haben jetzt mal für Orient zusammengetan mit Microsoft, könnte sein. Von unserer Seite war alles sehr, sehr cool, ist aber alles, ja, es gibt noch, ist noch nichts unterschrieben oder so. Ich fände es auch cool, einfach mal alleine wirklich ein Spiel zu stemmen und einfach versuchen, irgendwie allein zu finanzieren. Aber ja, werden wir sehen. Erstens, ich denke, was Spieler wollen, ist wirklich, dass sie einem Designer vertrauen können, dass du wirklich weißt, dass jemand dahinter war, der sich wirklich hingesetzt hat und wirklich geschaut hat, dass das Spiel Spaß macht. Dass nicht nur Cinematics da sind oder das Spiel wirklich gut aussieht und so weiter, sondern dass sich das Spiel wirklich auch so anfühlt, wie es sich anfühlen sollte und sich einfach wirklich, wirklich gut steuert. Das ist für mich super, super wichtig, dass das Spiel sich einfach von der ersten Minute richtig gut anfühlt. Und ich denke, das haben wir geschafft. Zweitens, weil es ein Metroidvania ist. Sowas gibt es teilweise halt kaum noch. Und ich denke, das Genre ist einfach super, super interessant und da ist noch super viel drin. Und drittens, weil es gleichzeitig auch ein cooler Plattformer ist, der auch wirklich eine gute Story hat. Und ich denke, es wird ein paar Leute zum Weinen bringen und so weiter, aber ich denke, die Experience an sich wird sehr, sehr cool werden für Leute. Also hoffe ich, dass die Leute Spaß daran haben. Super.